Das ist krass. Hast du irgendwelche Kontakte mal zu irgendeiner verfassungsfeindlichen Gruppierung gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, muss man ja sagen. Weiß ich, was du so hast, ne? Weißt du, wen du kennst in deinem Bekanntenkreis, der irgendwelche, also nein, ich war ein ganz schrecklich langweiliger Schüler. Ich war früher mal konservativ, so wie das, es scheint ja so zu sein. Entweder bist du in der Jugend Kommunist und wirst konservativ im Alter oder umgekehrt. Bei mir ist es vielleicht umgekehrt. Ich war eher so ein, ja, ich war mal FDP-Mitglied, jetzt ist es raus, ja. Also ich war mal FDP-Mitglied vor langer Zeit, war immer so ein John Stuart Mill-Liberaler und war immer der Meinung, der Staat soll sich aus Privatleben raushalten. Das ist nicht sehr staatsfeindlich. Ich war nie Antifa-Mitglied, Aktivist. Ich war auch nicht auf der anderen Seite. Ich war nie Nazi-Mitglied und auch nach meiner Sicht war ich auch nie Nazi in der Ideologie. Also ich habe zu keiner Zeit bewusst irgendwie Kontakt gehabt mit so einer Gruppe, auch nicht mit irgendwas Reichsbürgerartigem oder so. Nicht, dass ich mich damit jetzt distanzieren will. Ich sage nur, ich weiß da nichts davon, dass ich da irgendwo, ich war weder bei einem Treffen noch in einem Konzert oder sonst was. Ja, also da ist wirklich komplett gar nichts. Aber auch da würde ich sagen, wer weiß, was die sich zusammenzimmern, ja. Nee, womit ich mit der, worauf ich mit der Frage hinaus wollte. Wir können mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz dich beobachtet wegen der Äußerung, die du jetzt während der Corona-Pandemie getätigt hast und nicht wegen irgendwas, was davor war. Ach so, nein, das steht auch in den Akten tatsächlich drin. Also, dass ich auch in einzelnen Akten der Polizei, der Beschuldigte oder der Zielperson ist unauffällig gewesen und seit 2020 häufen sich im Zuge der sogenannten Corona-Maßnahmen, sagt selbst die Polizei so. Der Verfassungsschutz hat es nicht so wörtlich in die Akte geschrieben. Der sagt auch nicht, seit wann er mich beobachtet. Aber ich hatte, sagen wir, vor 2019 mich nicht öffentlich irgendwie politisch-publizistisch engagiert. Davor habe ich ja, wenn du recherchierst, siehst du mal ein Buch geschrieben über das Gesundheitssystem. Das hat auch schon vielen nicht gepasst, aber das hat noch nicht für den Verfassungsschutz gereicht, wie es scheint. Ja, aber du warst schon in der Öffentlichkeit, du wurdest ja auch in Talkshows und so eingeladen. Aber Ja, genau. da ist nichts passiert, weswegen er dich jetzt irgendwie ins Visier genommen haben könnte, sondern es liegt mit den Äußerungen, die du seit 2020 getätigt hast. Davon gehe ich doch schwer aus, ja. Also ich war davor war ich als ich war noch Wehrdienstleistender. Ich habe ja für diese Clown-Armee tatsächlich mal im Ausland was gemacht. Dafür gab es dann auch Orden und das war sicherheitsrelevant. Ich war im Prinzip Propagandasoldat, kann man sagen. Das heißt, ich habe da eine als Wehrdienstleistender. Ich war da nie freiwillig, wurde eingezogen. Ich wollte auch schnell wieder raus, aber weil ich mich dann da war bei der Luftwaffe, ich fand es furchtbar langweilig. Ich habe gesagt, Mensch, schick mich irgendwo hin. Ne? Ich war jung und blöd. Da haben sie mich in den damaligen Jugoslawienkrieg geschickt, also dann nach Norditalien wurde ich dann geschickt, da war nämlich die Luftwaffenkontingentierung und habe da als Stabssoldat Pressearbeit gemacht. Tatsächlich war das interessant, das war augenöffnend, das hat mir gezeigt, dass die Bundeswehr eine, ja, eine Kompanie der US-Armee ist. Das hat man da auch ganz klar gesehen, ja, das wurde alles gesteuert und ganz offiziell wurde das kamen die Einsatzbefehle und auch die Informationen jeweils von amerikanischen Militärgeheimdiensten. Und in dem Zuge hatte ich bereits Kontakt zum militärischen Abschirmdienst, zum Military Intelligence Arm der Amerikaner. Die kommen ja dann an und sagen, guten Tag, wir sind von einer Agentur, die es gar nicht gibt und wir müssen mal fragen, wo waren Sie dann und dann? Also ich wurde sozusagen sicherheitsüberprüft im Rahmen meiner Militärzeit und dann später auch im Rahmen meiner Polizeiarbeit für das LKA Berlin, weil ich als Arzt Abschiebeflüge von Gefährdern beispielsweise mitgemacht habe, also von terrorverdächtigen, islamistisch terrorverdächtigen Menschen in Regionen, in die wir offiziell gar nicht abschieben. Also ich war da an Orten, wo wir nie waren, tatsächlich angeblich. Und in all diesen Fällen bekommt man mit dem Staatsschutz und mit diesen Stellen zu tun, ja. Da sind die aber noch da auf der guten Seite, ne? Da ist man dann deren Freund. Und du erlebst dann, also ich habe das seit 2020 dann erlebt, plötzlich kommen die gleichen Leute und haben dich nie gesehen. Das ist wirklich wie bei 1984, ne? Wer sind Sie? Sie sind doch gar kein Arzt. Allen Ernstes hat dann der Polizeipräsident Berlin, also die Berliner Polizei, mir vorgeworfen, ich gebe mich als Arzt aus und es sei gar nicht gesichert, ob ich Arzt sei. Ich habe wirklich dieses Schreiben da hingelegt und auf die andere Seite dann den Vertrag, den ich mit dem Polizeipräsidenten Berlin habe, als Arzt für solche Abschiebeflüge. Da erlebst du dann, wie so ein Bürokratieapparat, wie bei Kafka, ja, von gut auf böse schaltet und plötzlich bist du eben der Feind. Ich fand das, was du davor erzählt hast, auch total interessant. Wir haben in Länder abgeschoben, in die wir offiziell nicht abgeschoben haben. So ist es. Also auch da, ich habe entsprechende Verträge unterschrieben. Es gibt da Geheimhaltungsgeschichten. Ich kann jetzt nicht sagen, wann und wo das, wie das war, aber ich kann sicherlich sagen, ich kam zurück aus einem Land,
Weit, weit weg, hunderttausende Kilometer, würde Frau Baerbock sagen, landete, machte dann noch damals noch den Fernseher an und sah dann den damaligen Berliner Innensenator Geisel, wie er gerade erklärte, in so ein Land würde Berlin niemals abschieben. So interessant, ja, aus dem komme ich gerade. Das war wirklich. Ja. Es handelte sich dabei um eine Handvoll Menschen, die, also wir haben alle Skimasken aufgehabt, diese Vermummungsmasken, und es waren eine Handvoll arabisch klingender Menschen, denen Terrorgefahr vorgeworfen wurde. Was da dran ist, weiß ich nicht. Ich war eben als Arzt, ich fliege immer arztbegleitet, zur Sicherheit aller Beteiligten, und das habe ich damals gemacht, ja.